Hallo Leute, da sind wir wieder bei Zelda Skyward Sword. Im Voraus möchte ich mich erstmal dafür entschuldigen, dass jetzt längere Zeit, also, naja, was heißt hier längere Zeit, dass ich schon seit knapp einer Woche keine Aufnahme mehr gemacht habe, weil ich war ein bisschen im Stress wegen Schule und so, weil stehen nämlich die Abschlussarbeiten bevor und diesen blauen Vogel will ich haben. Und den krieg... Nicht sprechen beim Vogelfang. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall in den Wald von Firone. Der wurde ja vom... der wurde ja überflutet. Und die zwei Käfer, die lasse ich mir nicht nehmen. Joho. Ich weiß doch. Das kennen wir doch eigentlich, ne? So, du auch noch. Und zwar folgendermaßen. Moment. Reden. Du willst in den Wald von Firone? Ich kann dich mit meinem mächtigen Katapult direkt hinschießen. Bitte? Na, dann lass mich mal machen. Der schießt mich doch bestimmt irgendwo in eine Walachei. Nein! Wieso stand da Abbruch 2? Ich raff's nicht. Platsch. Der Fisch. Wald von Firone. Irgendwas hat sich verändert. Ich weiß aber noch nicht was. Ah, was hat sich verändert? Ich habe keine Ahnung. Ihr? Kommt, ihr habt doch bestimmt eine Ahnung. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Ist doch immer so wie vorher. Ist doch immer noch so wie vorher, meine ich. Na komm, einmal zu Räubers und daneben. Yeah, ich bin so gut. Na komm. Geht auch. Geht auch. Danke. Ah, Räubers, was passiert? Oh, du bist doch... Ach ja, ich hatte dich gar nicht nach deinem Namen gefragt. So, so, Lukas also, komischer Name. Ey, wie auch immer, was kann ich für dich tun? Wasser. Hast du gesehen, was passiert ist? Aus dem großen Baum hinter mir kam plötzlich Wasser geschossen und im Nu war der ganze Wald überschwemmt. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber so werden wir vielleicht wenigstens die ganzen Monster los. Sehr interessant. Dann würde ich mal sagen, mache ich mich auch mal gleich auf den Weg, dass ich da auf den Baum komme. Man könnte es natürlich auch so machen, dass man unten den Weg, den wir damals gekommen sind, genommen haben, um die, zum Wasserdrachen zu kommen, da erstmal auf diesen Baum, da zu diesem Einsiedler zu kommen. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit und die ist gar nicht mal so weit weg von mir. Ich glaube, ich habe es ja sogar schon übersehen, oder? Weiß nicht. Ich stelle mich da erstmal gleich auf die Plattform und gucke. Oder muss ich doch hier lang? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine nämlich, hier kann man irgendwo noch hoch. Da auf jeden Fall nicht. Das müsste wenn dann hier irgendwo sein. Ich bin zu blöd. Na komm, Link. Das schaffen wir, das finden wir. Hier irgendwo war das. Okay, wir müssen runter. Also ab geht's. Wo war da nochmal? Orientierung, ne? Wow, also Bäume sind... Also Blätter und Bäume und allgemein so... Blätter sind scheinbar undurchdringbar. Also man kommt nicht durchs Dickicht vom Baum durch. Das sollte man sich merken. So, also müssen wir hier wieder durch. Aber ich schätze mal, das wird kein Problem. Kein Problem. Wir müssen ja... Hoffentlich haben wir noch bis dahin genügend Luft. Ist ein bisschen knapp berechnet. Hier ist die nächste Blase. Link. Ja, ja, ich weiß, dass du Luft brauchst. Da kam die Luft. Okay. Also weiter geht's. Was ist denn das? Die sind ja auch wieder hier. Was zur Hölle? Wow. Das Wasser ist ganz schön hoch. Deswegen wohl auch Hochwasser. Ja, ich weiß, der war schlecht. Link, auftauchen bitte. Ich will nämlich hier rauf. Ja, ja, das wollen wir. Achso. Ich sag nichts.
Wow, der Wasserdrache Firone. Blubber, 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 blubber. Immer mehr Blasen der Blähungen. Wer wagt es, diese heilige Stätte ohne Erlaubnis zu betreten? Ich. Aber bist du nicht das Menschenkind, das mir zuvor geholfen hat, Lukas? Jupp. Lass dich ansehen. Du bist gewachsen, seit wir uns zuletzt begegneten. Nun bist du fast ein Mann. Und das Schwert auf deinem Rücken? Ich sehe, du bist tatsächlich der Auserwählte der Göttin. Ja? Du begehrst, was die Göttin mir anvertraute. Eine Stimme des Heldenliedes. Bist du deswegen gekommen? Ich verstehe deinen Begehr. Doch so einfach sollst du es nicht haben. Oh, du Arsch. Dir steht eine weitere Prüfung bevor. Gerade eben habe ich den gesamten Wald überschwemmt, um ihn von den Kreaturen des Bösen zu reinigen. In diesem überfluteten Wald soll deine Prüfung nun stattfinden. Bestehst du diese Prüfung, so sollst du meine Stimme des Heldenliedes als Belohnung erhalten. Na toll. Okay. Oh. Hey. What the fuck? Oh. Die Stimme, die du suchst, wurde aufgeteilt in Melodien, die im Wasser schwimmen. Lukas, um die Stimme zu erhalten, musst du die Melodien im Wasser sammeln. Melodien? Melodien? Habe ich nur. Sammle sie und bring sie zu mir, wenn du fertig bist. Damit beweist du, dass du des Heldenlieds würdig bist. Und er lacht. Er lacht. Oh Mann. Scheiße, aber die Musik hat sich geändert. Und da sind Gegner. Ach, ich habe übrigens rausgefunden, scheiße, ich wollte nicht töten. Diese Viecher mit dem Monsterhorn, die kann man mit der Peitsche beklauen. Ja, ich weiß, wir sind Arschlöcher. Gibt's hier oben? Irgendwas? Ich schätze mal, wir müssen baden! Wow, ich dachte gerade, wir knallen da jetzt voll auf so eine Plattform drauf. Ja, wir müssen jetzt hier im Wasser nach den Stimmen suchen. Finde ich recht. Naja. Okay. Wenn es unbedingt sein muss. Nee, diese lilanen Blasen berühre ich mal lieber nicht. Ich will nämlich nicht wissen, was passiert, wenn ich die berühre. Ich schätze mal irgendwie die gesamte Luft weg oder so. Hey, da ist ja schon eine Note. Oh, eine einzelne. Okay. Zur Info, wir müssen die übrigens so sammeln, dass wir immer alle von einer Note fast gleichzeitig, sondern so zusammensammeln halt. Ohne, dass wir zu viel Zeit brauchen. So wie jetzt zum Beispiel. Diese vier lilanen, pinken, was auch immer. Würden wir nämlich nur drei davon sammeln und dann versuchen, die letzte irgendwie zum Schluss zu holen, das würde nicht funktionieren. Klingt fies, ist aber so. An die kommen wir erst später ran. Aber hier fliegen ja noch so ein paar schwimmen noch so ein paar lustig durch die Gegend und ich glaube, ich habe gleich ein Problem. Aber die lasse ich mir nicht entgehen und jetzt muss ich Luft holen. Oder? Wo ist die nächste Luftblase? Oh oh, oh oh, ah ah, ah ah, ah ah. Wuhu! Okay. Ich habe wieder Luft und wir können ja die weiteren Noten sammeln. Das ist, wie gesagt, ich finde es nicht so berauschend, aber okay. Das fand ich eigentlich eher so nach dem Motto, hey, das Spiel ist bald vorbei, wir sollten da schnell noch irgendwas einbauen, was das Spiel mindestens um 2 Stunden länger macht. Keine Sorge, ich werde hoffentlich nicht so lange dafür brauchen. Bums. Aber versprechen kann ich nichts.
Weil ihr wisst ja meinen Orientierungssinn, ne? Ah, hier sind ja schon wieder welche. Oh, das sieht nach einer langen Note aus. Das könnte gut werden. So. 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 Und so. Okay, haben wir eine lange Note fertig. Allerdings haben wir noch ein paar vor uns. Immer noch. Das ist so langwidrig. Ich finde auch nicht die beste Leistung. Was ist da denn? Eine Note! Du blöde Note, du gehörst mich. Also komm, die habe ich schon lange eingesammelt. Jetzt haben sie mir die gegeben. Kann man hier unten drunter jetzt? Ich krieche unter Wasser. Was für eine Logik ist das denn? Okay. Egal. Was ist, das ist, ne? Aber hier müssen auch noch irgendwo weitere Noten sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ladila. Na du, willst du sterben? Oh, kaputt. Ah. Noten, Noten, Noten. Da vorne sind welche. Die kriege ich. Die krieg ich. Komm, also, danke. Oh, ich dachte jetzt schon... Okay, da sind Fische aufgetaucht. Ekelhafte Fische. Vorsicht, Lukas, hier sind ein paar bösartig aussehende Fische aufgetaucht. Wenn sie dich sehen, wird es gefährlich. Sei vorsichtig. Ladila. Am besten finde ich übrigens Fei in dieser... In dieser Prüfung, weil ihr werdet es noch mitkriegen. Ich hab... das ist so ein Müll mit Fei. Manchmal. Also... Das ist dann auch nicht mehr zum Lachen, wirklich. Aber was soll's. Oh, der da hat was zu sagen. Was willst du denen sagen? Hey, hallo, hallo. Ah, oh nein, wieder diese aggressiven Fische, wir müssen fliehen. Zum Glück sind tiefe Stellen für sie unerreichbar. Ist ja gut. Also brauche ich mir hier keine Gedanken machen. Wunderbar. Aber wo sind hier die nächsten Noten? Da vorne sind welche. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Wer hat sie auch gesehen? Bitte melden. Weil ich sie auch so gut sehe. Oh, scheiße. Ich brauche wieder Luft. Link, wieso hast du keine Kiem? Link, lass dir Kiem wachsen, bitte. Danke. Ich hätte mir so einen Trank holen müssen, wo wir länger tauchen können. Das wäre praktisch gewesen. Und wenn ich jetzt auch wüsste, wo die scheißen Noten hingeschwommen sind, dann... wäre das Ganze auch gar kein Problem mehr. Glaube ich. Hoffe ich. Vermute ich. Ach, da sind sie ja. Na, ihr. Alle bei mir. Ah, wo sind denn die nächsten? La, 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 la. La, 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 la. Ich krieg schon wieder irgendwas. Ah. Ja, da war die SMS. Na, du Fisch. Wisst ihr was? Ich würde sagen, da ich jetzt irgendwie eine SMS nach dem anderen kriege, in Luigi's Mansion habe ich schon eine gekriegt, also ich bin ja gerade am selben Aufnahmetag, würde ich hier erstmal den Part beenden. Ich guck mal, wo die nächste Speicherstatue ist, ansonsten mache ich hier gleich weiter. Ich mache einfach nur so auf Wii-Menü und dann nehme ich wieder auf, ne? Also, tschüssi!